Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Druiden-Deck. Ihr seht, wir haben noch nichts dran geändert. Ich bin immer noch ein bisschen am Experimentieren, was man schön machen könnte. Ja, aber ansonsten schauen wir einfach mal, wie die Runde jetzt entsprechend ablaufen wird. Gut, und wir bekommen als Gegner, hat hier irgendwie nichts. Na komm, sehr lieb. Da kommt er endlich. Wir bekommen einen Paladin. Ja, perfekt. Also unsere Heldenfähigkeit ist natürlich perfekt, um ihn halt eben hier entsprechend rauszuholen. Und auch Frankenhieb ist natürlich sehr, sehr schön. Deswegen lassen wir die zweimal. Hoffen natürlich, dass wir noch irgendwie was hochsetzen können. Ja, aber muss ja nicht sein. Gut, er wählt noch. Und wir bekommen einen Coin. Schön, was macht er? Wahrscheinlich nichts in Runde 1. Er spielt gleich ein Geheimnis. Okay. Interessant. Gut, nächste Runde. Melde mich zum Dienst. Okay, das wird wahrscheinlich der Ablenker sein. Nehme ich an, damit er einfach da bleibt. Für die Wildnis. Und wir rennen in sein Geheimnis rein. Genau. Runter! Da ist welcher. Damit haben wir zumindest mal das Geheimnis entfernt. Können jetzt allerdings nichts hier entsprechend aussetzen. Mal schauen, ob er jetzt. Nein. Melde mich zum Dienst. Einen direkt rein. Auf in die Schlacht, Male. Ah, und setzt den hoch. Na gut, dann müssen wir leider swipen. Damit wird die ganze. Ich meine, sie machen zwar noch nicht viel Ärger. Aber. Ja, Paladin mag ich es ungern, wenn da zu viel steht. Er hat zu viele. Er hat zu viele Verstärkungsmöglichkeiten. Und wir sind leider auch ja schon Runde 4. Das heißt, er hätte ihn zu einem 5-5er machen können. Und das möchte ich ungern. Okay. Melde mich zum Dienst. Er legt einen 1-1er hin. Spielt er noch was? Kommt noch was? Ein Schuss, ein Schuss. Okay, noch eine 1-1-Rennen. Okay. Gut, würde ich gern beide eigentlich weghauen. Kann ich mal würfeln? Und wir nehmen. Das war's. So. Nächste Runde, sie macht einen Schaden. Schauen wir, ja, da kommt's. Seltene Könige. How I hate this. Und da hier ihm auf dem hier was drauf liegt. Eure Magie wird euch nicht retten. Also es wird eh ein Ablenkungsmanöver wieder werden. Deswegen nehmen wir als erstes ihn. Da kommt. Ein Schuss. So. Schau, für die Wildnis. Weg damit. So, jetzt hätte ich gern Borki. Und was macht er? Melde mich zum da Dienst. Kommt nicht viel. Es kommen immer seine Verstärkerspiele rein. Macht nichts, wenn er nur einen Schaden macht. Dann kriege ich ihn ja trotzdem weg. Wir sind in Runde 6. Und ich würde sagen, wenn er weiter ja so schöne Sachen spielt, dann spielen wir einmal unseren Berserker. Weil damit können wir ihm immer noch, wenn er jetzt seine Heldenfähigkeit spielt, was wegnehmen.
Okay, er muss Kappen ziehen. Oh, und macht uns die Eule. Naja. Macht eh nur 2 Schaden. Somit ist es egal, aber irgendwie kriegen wir heute nicht die schönen Karten. Sieht echt ein bisschen blöd aus. Er hat Gott sei Dank schön viel Leben. Wir haben 4, 2, ja, dann. So, dann machen wir hier ein bisschen was rein. Und schauen, was er jetzt macht. Ein Deckvorteil ist beim Paladin immer sehr praktisch. Ach, jetzt kommt die Waffe. So, einmal. Okay, sehr schön. Wir bekommen auch hier unseren. Wo soll ich zuschlagen? Den können wir gebrauchen. Heilen uns noch ein bisschen dahinter. Und gehen in den Angriff. So. Das Feuer wird. Ach, da kommt der Ragnaros. Okay. Naja, wir haben leider eine 50% Chance. Wir nehmen ihn glaube ich auf die klassische Methode weg. Einmal das. Dann könnten wir entweder natürlich. So, und spielen das. Und nochmal hier extra. So, machen das da drüber. Sein Ragnaros hat er verpulvert. Und wenn dieser Tank jetzt überlebt, können wir unten spielen. Okay, jetzt fangen wir mit Manipulationsspielchen an. Melde mich zum Dienst. Und probiert alles reinzusetzen, was er irgendwie die Hand hat. Gut. Ich hätte es doch anders spielen sollen, aber wir können es ja auch immer noch über die Variante machen. Sollen wir einen Panther herrufen oder verstärken? Damit kriegen wir auf 5. Bringt uns aber nichts. Was tun? Hiermit kriegen wir ihn auf 6. Es liegen dann allerdings auf der 2. Deswegen spielen wir mal Panther. So, jetzt schieß gut. Ich sag dir noch, schieß gut. Okay. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Er spielt seine nächste Karte. Wird jetzt seinen Tank auf unseren wahrscheinlich jagen, oder? Kommt da nochmal ein Verstärker? Das soll eine Waffe sein? Ja, genau das, was ich eigentlich mehr ausgedacht habe. Melde mich zum Dienst. Und spielt nochmal einen Extra. Und was geht er auf unser Gesicht? Oder? Nein, geht er auf. Den hier. Okay. Swipe. Ritter ist okay. Niemand kommt an mir vorbei. So, einmal anregen. Doppelragnaros. So, der ist weg. Und der ist weg. Okay, jetzt muss er ein bisschen aufräumen. Er muss beide wegbekommen. Sonst wird's eklig.
Oder er baut sein Feld voll mit Minions und hofft, dass er nicht abgeschossen wird. Ich bringe Leben und Hoffnung. Okay. Ach! Halt sich hoch! Okay. Er probiert es über die 8er Variante. Und wir haben. Das soll eine Waffe sein! Können ihn noch mal hochsetzen. Das soll eine Waffe sein! Ziehen ihn hier auch hoch. Und haben jetzt im Prinzip. Ja, eine sehr schöne Chance. Wir haben zwei, die wir hier abschießen wollen. Der war der richtige. Und nochmal, komm! Und es. Ja, auch der Mondnagel Alex Strasser hat natürlich nichts gebracht hier. Ja. Es war eine witzige Runde, aber es gibt sicherlich noch einiges Verbesserungsmöglichkeiten für dieses Deck. Wenn ihr welche habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ansonsten dürft ihr gerne ein Like geben und es auch selber ausprobieren. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann!